Was gibt's denn jetzt hier zu tun? Ach, wieder dieses Kistenschieben hier. Okay, dann tun wir hier mal Kisten schieben. Ich hoffe... Oh, was ist denn das? Okay, können uns nichts angucken. Einmal dahin, nochmal und nochmal. Was haben wir jetzt hier? Das... Ach, George, was machst du denn da? So, das dahin und dann das dahin. Nein. Wie soll ich denn jetzt die Kiste da drauf kriegen? Hä? Ach so, okay. Ich dämmel. Die darüber. Hä? So, die dann nach da. Dann die da rein. So, und dann müssten wir ja eigentlich via den 2 da hochkommen. Nein, nicht wieder runter, George. Nicht runter. Da hoch. So, und dann die dahin. So ist fein. Dann da hoch. Dann da rein. Oh Gott. Ist das nicht giftig, der Rauch? Mit dem Rauch hörte ich jemanden aus. Hey, ist da jemand? Sagen Sie etwas. Hier bin ich. Hilfe! Bitte helfen Sie mir! Ich komme. Ja, komm, beeil dich, George. Ist alles okay? Können Sie laufen? Ich glaube schon. Gut, kommen Sie. Hier stürzt gleich alles ein. Der sieht aus wie der... Kommen Sie, wir müssen hier raus. Wieder... Kopf einziehen. Kann ich den Kopf wieder rausziehen? Wie der Professor im Hotel Ubu im ersten Teil. Oder nicht? Mann, das war knapp. Das kann man wohl sagen. Ich danke Ihnen. Ich stehe in Ihrer Schuld. War mir ein Vergnügen, Bruno. Sie heißen doch Bruno, oder? Jetzt muss ich aber weiter. Moment, wir sind uns doch schon mal begegnet. Ich kenne Sie. Sie kennen zwar meinen Namen, aber ich kenne Sie nicht. Wo kommen Sie her? Aus einem kleinen osteuropäischen Land. Sie könnten den Namen nicht einmal aussprechen. Moment, jetzt weiß ich's wieder. Es war im Foyer vom Hotel Ubu in ja, Paris. Ja, genau. Sie sind Ostwald, der Nobelpreisträger. Ach du meine Güte, Stoppard. Sie gehören zu den Neotemplern, Sie Mistkerl. Nein, ich habe die Neotempler verlassen, glauben Sie mir. Sie sind böse und der Großmeister ist ein Lügner. Zuletzt hatte ich Bruno gesehen, als ich gegen eine Bande Wahnsinniger kämpfte, die sich Neotempler nannte. Das Ganze hatte böse geendet, in Saint-Nignan. Und es stimmte, letzten Endes hatte Bruno nicht auf der Seite der Schurken gestanden. Angenommen, ich glaube Ihnen. Wer verfolgt Sie jetzt? Der Orden der Neotempler wurde nur geschwächt, nicht zerstört. Nun wollen Sie sich an Ihren Feinden rächen. In Ihren Augen bin ich ein Verräter. Sie kennen weder vergeben noch vergessen. Tja, mich haben Sie wohl auch von Ihrer Weihnachtskartenliste gestrichen. Ah, Colonel, alles geregelt? Noch nicht, aber gleich. Ich hole gerade die Flinte. Oh Gott, was hat er vor? Ja, Freunde, der Teil ist hier vorüber. Wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.